21 Millionen Rentenempfänger gehen beim Energierums leer aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung lässt es wirklich krachen und rumsen. Am 16. März 2022 das große Steuerentlastungspaket und am 24.03.2022 dann das sogenannte Energieentlastungspaket. Und dieses Energieentlastungspaket hat zum Inhalt, dass es einmalig eine sogenannte Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt wird. Gilt also nicht für die reinen Rentenbezieher. Dann soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für 3 Monate auf das europäische Mindestmaß abgesenkt werden. Wir haben dazu gehört, dass Diesel- und Spritpreise dann pauschalisiert um einen bestimmten Centbetrag gekürzt werden. Das heißt für unsere Rentnerinnen und Rentner hier an dem Punkt eine gute Regelung. Und was ich wirklich ganz großartig finde, im öffentlichen Personennahverkehr soll es für 90 Tage ein Ticket von 9 Euro pro Monat geben. Das ist wirklich mal eine Ansage, wo es auch letzten Endes Vorteile für Rentnerinnen und Rentner geben wird. Und dann gibt es auch noch entsprechende Einmalbonuszahlungen für Familien mit einem Kind und für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Da wird die schon bereits geschlossene Einmalzahlung von 100 Euro auf weitere 100 Euro aufgestockt. Und der Heizkostenzuschuss soll auf 270 Euro steigen. Dieses Paket, Energieentlastungspaket, wird auch Rumspaket genannt, weil es die Bundesregierung richtig viel Geld kostet und es so richtig krachen und rumsen lässt. Aber bei einer Gruppe von Menschen rumst es leider nicht. Bei über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Die sind nach dem Wortlaut der Einigung aus dem Zuschuss der 300 Euro ausgeschlossen, wenn sie neben der Rente kein steuerpflichtiges Arbeitsentgelt oder Einkommen haben. Die SPD begründet es so: Unsere Rentnerinnen und Rentner bekommen ja ab dem 1.7.2022 eine üppige Rentenerhöhung. Und rückwirkend mit dem sogenannten Steuerentlastungsgesetz vom 16.03.2022 schon ab dem 1. Januar 2022 eine Erhöhung des Grundsteuerfreibetrages. Wenn das als Argumentation für den Ausschluss der Rentnerinnen und Rentner aus dem 300 Euro Zuschuss gelten soll, muss ich mir ganz verwundert die Augen reiben. Ja, es ist richtig. Die Rentnerinnen und Rentner erhalten erfreulicherweise zum 1.7.2022 eine zum Teil deutlich höhere Rente. Aber die massive Inflation, getrieben durch Krieg, Energiepreise, höhere Lebenshaltungskosten, Lebensmittelkosten und so weiter und so fort, wird diese Rentenerhöhung real auffressen. Sogar, wenn es wirklich so bleibt, deutlich mehr als auffressen. Es droht den Rentnerinnen und Rentnern sogar eine Entwertung durch die Inflation ihrer Rente. Es wäre wichtig gewesen, dass auch die Rentnerinnen und Rentner eine zusätzliche Entlastungspauschale erhalten hätten. Das war es dann also mit dem Rumspaket für die Rentner. Einen Rentenrums mit 300 Euro Zusatzentlastung wird es nicht für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.